So, Kinder, ich habe euch ja gesagt, ich habe heute eine Überraschung für euch. Und schaut euch das mal an. Das ist meine Überraschung für euch. Wir leben ab sofort in einer Luxusvilla. Ja, ich wollte euch das eigentlich schon vorher sagen, aber jetzt mit dem ganzen Stress. Naja, egal, Kinder. Bitte auch nicht ja, schockiert sein, wenn ihr jetzt keine Möbel findet. Die kommen morgen erst nach, Kinder. Also, kein Problem. Julian, kannst du das glauben? Das So ist ein tolles, cool. großes Haus. Ja, Das ist aber. sogar rosa. Oh nein, das ist gar nicht cool. Aber ich hoffe, wir müssen uns nicht wieder ein Zimmer Hoffentlich hat teilen. jeder sein eigenes Zimmer. Ja, Eine genau, ich hoffe auch. ganze Villa nur für uns. Das wäre cool. Los, ihr beiden. Braucht ihr eine extra Einladung oder was? Groß! Papa, wow, Das ist das ja Haus ist riesig. groß! Das ist ja cool. Aber wo sind unsere Zimmer eigentlich? Ab nach oben mit euch. Da sind eure Zimmer. Ach Martin, dieses Haus ist wunderschön. Aber können wir uns das überhaupt leisten? Ja, mach dir mal keine Sorgen. Ich habe mit der Bank gesprochen. Alles in Ordnung. Ich bin so glücklich. Ich auch. Ha, ihr beiden seid zu langsam. Denn wisst ihr was? Wer als erstes oben ist, der darf sich sein Zimmer aussuchen. Ha! Hä? Wo seid ihr denn? Hier sind wir doch, Julian. Wir sind längst an dir vorbei. Oh nein! Wow, das ist ja riesig hier. Was das wohl hier wird? Vielleicht das Wohnzimmer. Mein Zimmer! Mein Dein Zimmer! Zimmer so groß? Nein, wenn dann überhaupt mein Zimmer. Na, ihr drei, habt ihr eure Zimmer schon entdeckt? Ich habe mein Zimmer hier schon gefunden. Das ist echt riesig. Danke, Papa. Das hier? Nein, das ist unser Schlafzimmer. Und das Zimmer von Emma ist das. Ach so. Eure Zimmer sind gleich daneben. Schau mal, Julian, unsere Zimmer sind direkt nebeneinander. Oh, okay. Ist das hier mein Zimmer, Mama? Ja, das sind eure beiden Zimmer Okay, hier. aber warum ist denn das von meiner Schwester größer? Ich dachte, ich Naja, hätte das Größte. sie ist ja auch die Ältere von euch beiden. Ja, okay. Okay, stimmt. Ihr könnt euch aber gerne besuchen. Oder ihr macht einfach ein Zimmer daraus, wie ihr das möchtet. Ein Zimmer auf gar keinen Fall. Nö, will ich gar Ich nicht. will mein eigenes Zimmer endlich haben und nicht mehr mit Julian, dem Chaoten, das Zimmer teilen. Ich Chaot? Endlich kann ich mir Pferdeposter aufhängen. Papa, das Haus ist echt perfekt. Ich So ein bin so schönes froh. Ihr denkt wirklich, das ist perfekt? Na, dann kommt mal runter, ich zeig euch mal was. Hä? Papa, hier ist doch gar nichts. Meinst du den Apfelbaum da hinten? Du hast uns veräppelt. Hier ist doch gar nichts, Papa. Mann, ich gehe wieder auf mein Zimmer. Martin, was meinst du denn? Ah, wartet mal kurz. So, wartet mal da oben. Oh, das hier ist schwer. Einen Moment, noch mal kurz warten. Na? Na? Habe ich zu viel versprochen? Papa, cool! Da, da, Das habe ich mir immer schon da können gewünscht. wir eine richtige Poolparty machen. Wow! Martin, ein Swimmingpool? Das musste doch nicht sein. Aber guck doch mal, die Kinder freuen sich.